So, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Herr Wallno, ich möchte Sie im Namen der Veranstaltungsgruppen hier im Raum herzlich begrüßen. Bevor wir mit unserem Programm unserer heutigen Veranstaltung beginnen, möchte ich gerne, sehr gerne, alle Gäste im Saal in Gedenken an all die Menschen, all die Kämpferinnen und Kämpfer, welche um den Kampf um Freiheit, Frieden und Gleichberechtigung gefallen sind, um alle Menschen weltweit, welche sich für Frieden und Freiheit eingesetzt haben und dafür ihr Leben gelassen haben, um eine Schweigeminute bitten. Bitte stehen Sie alle auf. Sie werden in unseren Herzen weiterleben. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, Herr Wallno, wir haben einige Redebeiträge geplant, eingeplant für diesen Abend. Unter anderem einen Redebeitrag von Herrn Willy Bramel. Er ist hier zu Gast. Herzlich willkommen, dass Sie bei uns sind. Ist sehr toll. Wir warten auf Ihre Rede gleich im Anschluss. Hinzu kommt, dass wir einen sehr wichtigen Gast aus Rojava haben. Es ist Herr Dr. Abdulkarim Omar, Europastellvertreter der demokratischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien, Rojava. Wir haben zudem eine Videobotschaft unserer Schirmherrin, unserer Dezernentin Frau Tina Zaff-Rodriguez eingeplant, die wir im Anschluss zeigen werden. Es werden zudem die Veranstaltergruppen auftreten und gemeinsam versuchen zu erklären, warum der Abend so wichtig ist, warum die Befreiung Kobanis weltweit wichtig geworden ist, eine wichtige symbolische Figur geworden ist für alle Völker der Welt. Wichtig ist auch zu verstehen, dass Kobane seit seiner Befreiung ein Symbol für alle Widerstandsbewegungen weltweit geworden ist. Und dafür stehen wir weiterhin ein. Im Anschluss haben wir eine besondere Einplanung durchgeführt. Und zwar werden die Gedanken, die Gefühle von Kämpferinnen und Kämpfern, von Frauen aus Kobane geteilt. Mit meiner Kollegin Birgit werden wir versuchen, ihre Gedanken weiterzugeben in euch, damit sie diese weitertragen können in ihre Häuser, in ihre Familien, in ihre Bekanntenkreise und die Gedanken weiterleben können in unseren eigenen Herzen. Wir haben auch einen musikalischen Beitrag eingeplant, und zwar von Lale Kotschkin und ihrem Ensemble. Es ist eine sehr wertvolle musikalische Darbietung, da es um die Seele der Musik geht. Sie versuchen, die wunderschönen Klänge eigentlich Anatoliens und Mesopotamiens wiederzugeben in mehreren Sprachen. Dankeschön, Lale Kotschkin und ihrem Ensemble, dass ihr bei uns seid. Vielen Dank. Und abklingen möchten wir den Abend gerne mit einer Fotoausstellung, die Sie schon bewundern konnten. Im Nebenraum, im Foyer, haben wir eine wertvolle Fotoausstellung aus Rojava, aus Kobane eingeplant. Mit Unterhaltung, mit Speisen und Getränken, das wird unser Abschluss sein. Ich möchte jetzt beginnen und zwar Herrn Willy Bramel auf die Bühne bitten. Wir sind gespannt, was er uns mitteilen wird, was für ihn als wertvoll dargestellt wird. Dankeschön. Vielen Dank für die Begrüßung. Danke, danke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Theaters und der Stadt, in der wir alle zusammen leben, im Namen des neu gegründeten Produktionshauses Naxos für die freie Szene in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet, in das auch das historische Theater Willy Pramel, der heutige Gastgeber, eingegangen ist und nunmehr zukünftig unter diesem Label produzieren wird, freue ich mich und habe als Mitglied des Leitungsteams des Hauses und Gastgeber der heutigen Veranstaltung die außerordentliche Ehre, Sie heute Abend zum Auftakt des 10. Weltkobane-Tages in Frankfurt am Main begrüßen zu dürfen. Herzlichst und namentlich begrüße ich die Schirmherrin unserer Städtefreundschaft, die Stadträtin Frau Tina Zapf-Rodriguez, die Dezernentin für Klima, Umwelt und Frauen, die wegen einer Ausschusssitzung heute nicht persönlich anwesend sein kann, uns aber eine Widerbotschaft geschickt hat. Dann Dr. Abdelkarim Omar, Europavertreter der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Khaled Davrish, Deutschlandvertreter der Selbstverwaltung dieser Region. Die Stadtverordneten Ömer Zengin, Monika Christan, Johannes Hauenschild und Mehmet Agatay. Auch diejenigen, die ich vielleicht übersehen und dabei vergessen habe. Und die Stadt und die Ortsbeiräte Peter Schult, Le-Peter Schlüter und Stefan Klee. Sowie die vielen Freunde und Förderer unseres Theaters und die Gäste aus nah und fern, die heute dem besonderen Anlass entsprechend dazugekommen sind. Meine Damen und Herren, Kobane, kaum eine Stadt auf der Welt wurde je so oft belagert, eingekesselt, zerschossen und bombardiert. Bombardiert und dann wieder bombardiert. Und nirgendwo ist die Widerstandskraft seiner Bewohner zunehmend stärker gewachsen als in ihren gespenstisch gewordenen Ruinen. In ihnen erstarkte die kurdische Frauenbewegung, die ungebrochen bis zum heutigen Tag und in Abwehr der Angriffe des IS, des Islamischen Staates und des türkischen Staates, die Identität der Stadt und ihrer ganzen Region, Rojava, prägt. Der historische Slogan Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wurde aus und in den Mündern der kurdischen Frauen zu Jin Jiyan Asadi, Frau, Leben, Freiheit. Was für ein Programm, einzigartig. Und so gedenken wir am heutigen Vorabend zum 10. Welt-Kobane-Tag der Opfer des bisherigen Freiheitskampfes und feiern die historische Bedeutung dieser für die Zukunft der gesamten Nahostregion und damit auch für den globalen Weltfrieden so prägenden Freiheitsbewegung, die auch ein neues Demokratieverständnis befördert und ein Beispiel für die Gleichberechtigung und die friedliche Koexistenz verschiedener ethnischer und religiöser Bevölkerungsgruppen innerhalb des jeweiligen Staatswesens darstellt. Am 31. Oktober, dem Vorabend des Welt-Kobane-Tages, laden die Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane e.V., das Theater Willy Pramel, zusammen
mit dem Produktionshaus Naxos, das kurdische Gesellschaftszentrum Frankfurt und der kurdische Frauenrat Amara zu einer besonderen Kulturveranstaltung in Frankfurt am Main ein, die finanziell freundlicherweise von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt wird. In der Einleitung zu dieser heutigen Veranstaltung heißt es: Am 1. November 2024 jährt sich der Weltkobane-Tag zum 10. Mal. 2014 gingen weltweit Hunderttausende auf die Straßen, um den mutigen kurdischen Verteidigerinnen der Stadt Kobane in Nordsyrien ihre Solidarität zu zeigen, im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, dem IS. Ein Kampf, der noch immer nicht beendet ist. Seit vergangenen Mittwoch wird Rojava schon wieder von der Türkei bombardiert. Es gibt viele Tote und Verletzte. Als Begründung dafür wird die Verteidigung der eigenen türkischen Bevölkerung angeführt. Verzeihen Sie mir, ich als aufmerksamer Zeitungsleser, also ich, Willi Pramel, kann mich nicht entsinnen, je von einem Angriff aus Kobane oder Rojava auf die Türkei gehört zu haben. Abdelkarim Omar, Europavertreter der demokratischen Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien, wird uns das im weiteren Verlauf der Veranstaltung hoffentlich näher erläutern können. Und wir sehen seit einiger Zeit das erneute Wiedererstarken des IS auch in Deutschland. Aber genau in Kobane wurde der IS zum ersten Mal militärisch besiegt. Das dürfen wir nie vergessen. Mit dem 10. Weltkobane-Tag gedenken wir der vielen Opfer, die dieser Krieg gefordert hat. Gleichzeitig feiern wir den Aufbruch, der aus diesem Kampf entstanden ist, inspiriert von der kurdischen Frauenbewegung mit ihrem kraftvollen Slogan Jin Jiyan Asadi, Frau, Leben, Freiheit. Trotz der anhaltenden Angriffe auf die Selbstverwaltungsgebiete in Nordostsyrien, in Rojava, wird der schwierige Wiederaufbau weitergeführt. Wir, die Mitarbeiter dieses Produktionshauses Naxos, sind stolz, eine so wichtige historische Bewegung bei uns im Haus begrüßen und ehren zu dürfen. Und wir wünschen uns, dass die Stadt Frankfurt die existierende und lebendige Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane endlich in eine offizielle Städtepartnerschaft umwandelt. Und auf diese Weise ein wichtiges politisches Partnerschaftsbekenntnis von dieser weltpolitischen Tragweite eingehen wird. Unser Haus, so viel kann ich schon mal sagen, wird, was die programmatische Ausrichtung seiner Arbeit für die nächste Zeit betrifft, dass sie dem Gedanken der Demokratie ihr Programm widmen will und wir in der nächsten Spielzeit damit beginnen wollen, eben diesem Thema der Demokratie in Geschichte, Gegenwart und Zukunft und ihrer globalen Bedeutung für die Gestaltung des menschlichen, gesellschaftlichen Miteinanders die geistige, politische und praktische Stärkung zukommen lassen wollen. Mit einem großen theatralen Demokratietag zur Eröffnung des Jahresprogramms 2026 und mit mindestens 4 theatralischen Großproduktionen zu eben diesem Thema.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen produktiven und zukunftsstärkenden Verlauf unseres heutigen Zusammenseins hier auf Naxos und eine Stärkung der Solidarität mit Kobane und Rojava und eines kurdischen gesellschaftlichen Lebens in Frieden und Freiheit und hoffentlich auch bald im international anerkannter Autonomie. Eine Autonomie, wie diese von den Vertretern der kurdischen Bevölkerungsgruppen in den vielen verschiedenen Ländern des Globus gefordert wird, in denen Kurden leben, teilweise schon jahrhundertelang, und nicht, wie oft polemisch dargestellt wird, in einem kurdischen Nationalstaat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Pramel, für die motivierenden, bewegenden Worte. Es ist schön zu sehen, dass auch hier im Saal die Solidarität so groß ist, dass wir gemeinsam versuchen, etwas zu bewegen. Danke, dass Sie mit uns sind. Danke, dass Sie bei uns sind. Danke für Ihr Herz. So, jetzt kommen wir zu unserem Videobeitrag von unserer Schirmherrin, Frau Tina Zapf-Rodriguez, Dezernentin für Klima, Umwelt und Frauen. Ich bin gespannt, was sie uns mitgeben wird für den Tag. Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, ganz herzlich willkommen am Vorabend des 10. Welt-Kobane-Tages hier in der Naxos-Halle in Frankfurt am Main. Ich danke den Organisatorinnen und dem Theater Willi Pramel, dass sie zum Gedenken an die mutigen VerteidigerInnen der Stadt Kobane gegen den sogenannten Islamischen Staat im Jahr 2014 diese Veranstaltung hier ermöglichen. Die Frauenrevolution in Nordsyrien wurde weltweit bekannt. Damals zeigten Tausende, vielleicht Hunderttausende Menschen ihre Solidarität mit den Menschen in Kobane, mit den Frauen in Nordsyrien in ihrem Kampf gegen den IS, gegen Terrorismus, Unterdrückung, Aberkennung von Frauen- und Menschenrechten, kurz gesagt gegen die Schreckensherrschaft des Islamischen Staates. Die Frauen in Kobane wurden zu Vorbildern für viele andere unterdrückte Frauen. Sie haben ihr Land, ihre Stadt und ihre Rechte verteidigt. Frauen haben Widerstand geleistet und ihre Unterdrückung nicht akzeptiert. Sie haben gekämpft, erlitten Verletzungen und sind gefallen. Wie alle gewaltsamen Konflikte und Kriege sind auch bei diesem viele Opfer zu beklagen. Aber die Menschen in Kobane haben auch bewiesen, dass Widerstand gegen gewaltsame Unterdrückung möglich ist. Und nach ersten Erfolgen schlossen sich auch arabische Frauen den Protesten an. Sie alle kämpften auch gegen alte, patriarchale Traditionen, gegen religiösen Fundamentalismus, für Gleichberechtigung, für all das, was hinter dem Motto Frau, Leben, Freiheit steckt. Es ist wichtig, dass wir an diese Frauen und deren Kämpfe erinnern, dass wir ihre Geschichte und ihre Geschichten weitererzählen. Für alle Frauen, die entrechtet und unterdrückt werden. Für Solidarität durch diejenigen, die in Freiheit leben können. Ich maße mir nicht an, endgültige und eindeutige Urteile über die immer noch konfliktreiche Situation in Nord- und Ostsyrien abgeben zu können. Aber ich verbinde mit dem 10. Welt-Kobane-Tag und mit der Erinnerung an den Kampf der vielen mutigen Frauen die Hoffnung, dass der Bevölkerung, gleich welcher Religion, Ethnie oder Geschlecht, ein menschenwürdiges Leben frei von Hass und Verfolgung in ihrer Heimat möglich wird und niemand zur Flucht gezwungen ist. Diesem Ziel soll der heutige Abend dienen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da sind. Einen herzlichen Dank auch von unserer Seite aus an Frau Zapf-Rodriguez, weil es ist sehr, sehr mutig. Sie spricht zwar selbst von mutigen Frauen aus Kobane, aber was sie gerade an Redebeiträgen hier leistet oder was sie an ihrer Solidarität hier einbringt, ist sehr mutig. Es ist sehr schwierig in unserer heutigen Gesellschaft, innerhalb der deutschen Gesellschaft, der multikulturellen Gesellschaft, wo doch die Erdogan-Liebe sehr stark ist in der Bürokratie, in der Politik, solche Worte öffentlich auszusprechen. Vielen Dank, dass sie bei uns ist. Einen herzlichen Gruß an Sie und Ihre Mitdenkerin. Dankeschön.
Ich möchte nun unsere Veranstaltergruppen auf die Bühne bitten, und zwar die Städtepartnerschaft Frankfurt-Kobani, den Amara Frauenrat aus Frankfurt und das Demokratische Gesellschaftszentrum in Frankfurt, und bitte um deren Redebeiträge, warum der Abend so wichtig ist, warum Kobani, warum sie zu Kobani stehen und zu Rojava. Bitte schön. Schönen guten Abend, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mich zuerst bedanken bei unseren Gastgebern, dem Theater Willy Bramel und dem Naxos Produktionshaus. Auch beim Medienkollektiv Frankfurt, das diese Veranstaltung aufzeichnet, sodass alle, die heute nicht kommen konnten, viele sind wegen Krankheit verhindert, diesen Abend nochmal nachverfolgen können. Ich möchte mich auch bedanken bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die unsere Kooperationspartnerin ist. Und Erjan Alboa von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen wird jetzt ein paar Formulare durch die Reihen geben. Ich würde bitten, dass sich ein paar Teilnehmerinnen und Besucherinnen eintragen in diese Liste. Das ist ganz wichtig für die weitere Förderung. Mein Name ist Bianca Winter, wie gesagt, von der Städtefreundschaft Frankfurt-Kobani. Unser Verein wurde 2016 gegründet, um die Solidarität mit der Revolution in Rojava praktisch werden zu lassen und eine offizielle Partnerschaft zwischen unseren Städten auf den Weg zu bringen. Wir unterstützen die demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, weil sie Pluralismus, Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit und Ökologie fördert und ein multiethnisches, multireligiöses Zusammenleben ermöglicht. Und das in einer Region, die durch autoritäre, patriarchale und religiös-fundamentalistische Kräfte geprägt wird. Mit Rojava verbindet uns ein universalistischer Freiheits- und Gleichheitsgedanke. Dafür stehen wir auch in Frankfurt ein, etwa wenn wir die Zusammenarbeit mit faschistischen Grauen Wölfen und Islamisten in lokalen Bündnissen ablehnen. Man kann nicht die Parole der kurdischen Frauenbewegung Jinjian Azadi skandieren und gleichzeitig mit Vertretern dieser reaktionären Strukturen kooperieren oder den IS, die Hamas oder die Hisbollah bejubeln. Und genauso wenig würden wir Bündnisse mit der rassistischen AfD nahestehenden Organisationen eingehen. Das versteht sich für uns von selbst. Woran besteht unsere Arbeit? Wir leisten Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen lokale Partner in Kobane, wie zum Beispiel die Stiftung der Freien Frau in Syrien, die das von uns mit aufgebaute Waisenhaus betreibt. Dieses muss immer wieder evakuiert werden, weil die Türkei regelmäßig zivile Infrastruktur von Rojava angreift, wie zuletzt vor einer Woche. Weder berichten die hiesigen Medien darüber, noch gibt es internationale Sanktionen gegen die Türkei, obwohl es sich um Kriegsverbrechen handelt und gegenwärtig 5 Millionen Menschen eine humanitäre Katastrophe droht. Die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien erhält, wenn man von wenigen NGOs absieht, kaum internationale Unterstützung und wird diplomatisch nicht anerkannt. Sie muss den Wiederaufbau der kriegszerstörten Infrastruktur alleine schultern und kann auch nicht darauf hoffen, dass die internationale Gemeinschaft die Türkei dafür sanktioniert, wenn diese wieder aufgebaute Krankenhäuser und Umspannwerke bombardiert. Auch mit den Folgen der Klimakrise wie der anhaltenden Dürre wird sie allein gelassen. Ich könnte hier noch viele Härten und Missstände aufzählen, denen sich unsere Freundinnen und Freunde in Rojava mit bewundernswerter Hartnäckigkeit und Kreativität entgegenstellen. Aber dafür würde heute die Zeit nicht reichen. Über all diese Themen informieren wir mit Veranstaltungen und unserem Newsletter. Wer von uns weiter informiert werden möchte, kann sich gerne in eine Liste eintragen, die wir an dem Büchertisch ausgelegt haben.
Wir sind darüber, über diese Themen auch im Austausch mit der Kommunalpolitik und versuchen sie für unser Anliegen zu gewinnen. Denn die Frankfurterinnen und Frankfurter leben nur deswegen in relativer Sicherheit vor dem IS-Terror, weil in Rojava im Kampf gegen diesen Todeskult Zehntausende, meist junge Menschen, ihr Leben geopfert haben. An sie möchten wir heute in Respekt und in Liebe erinnern. Dankeschön. Vielen Dank, Bianca, für die wertvollen Worte. Es ist wie immer sehr wichtig zu sagen, dass es solche Organisationen lebenswichtig sind, damit eben die Öffentlichkeitsarbeit, die Aufklärung weiter bestehen bleibt, um Menschen, die auch weiter sich vor den Verantwortungen, vor der Verantwortung überhaupt im Gesamten drücken, endlich dazu bewegt werden, die Schritte nach vorne zu gehen. Danke, Bianca, für euren Einsatz. Danke an die Städtepartnerschaft, die Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane. Möchte Amado noch was sagen, der Frauenrat in Frankfurt, oder? Gerne, bitteschön. Hallo auch von mir, ich bin Jaden vom kurdischen Frauenrat Amara. Und wir wollen auch gar nicht so super viel hinzufügen, weil Bianca das meiste schon gesagt hat und auch in der Rede von Willi Pramel das meiste Wichtige rausgekommen ist. Wir wollten uns vor allem selbst vorstellen und sagen, dass es unseren Frauenrat seit 2016 gibt und der Teil der kurdischen Frauenbewegung ist, die auch seit 2005 so basisdemokratische Räte außerhalb von Kurdistan auch in Europa aufgebaut hat. Und wir machen Demos, Kundgebungen, teilweise auch kulturelle Veranstaltungen, beispielsweise Filmtage, seit diesem Jahr auch ein Theaterprojekt. Und unsere Motivation dahinter ist eigentlich so diesen Gedanken, der jetzt in Rojava vor allem in der Praxis auch aufblüht, nach Europa zu tragen, weil auch hier Frauen wirklich einen sehr großen Kampf vor sich haben, der manchmal in Europa gar nicht so klar wird. Also wenn man so eine ganz konkrete Bedrohung wie den IS vor sich hat, ist das natürlich eine andere Situation als hier. Aber es ist eigentlich mit diesem Motto zu sagen, wenn nicht alle Frauen auf der Welt befreit sind, dann können wir ja eigentlich auch nicht frei sein. Sehen wir das als so einen weltweiten Kampf. Genau, und deswegen sehen wir es auch als unsere Aufgabe, uns als kurdische Frauen und auch als Internationalistinnen, also wir sind auch nicht nur kurdische Frauen in unseren Strukturen, uns zu organisieren und den Kampf von Frauen zu stärken und eine Welt zu ermöglichen, in der wir wirklich gleichberechtigt leben können. Danke euch. Vielen Dank, Jaden, für die wichtigen Worte. Es ist auch wichtig zu sagen, es gibt einen sehr wichtigen Spruch, der sagt, die Befreiung des Mannes führt über die Befreiung der Frau. Und diesen Spruch haben uns alle in die Seele geschrieben. Ich denke, wir wissen, wer uns das gesagt hat oder in die Herzen geschrieben hat. Ein weiterer Punkt ist, dass die Frau, die heutige Frau, von der Unterdrückung bis zur heutigen Emanzipation einen sehr langen Leidensweg durchgemacht hat. Und ich begrüße jede Frau, die sich dazu bekennt, in der kurdischen Freiheitsbewegung zu sein. Jinjian Azadi. Und nun das Demokratische Gesellschaftszentrum Frankfurt. Bitte schön. Liebe Freundin, liebe Verbündete, liebe Genossin, sehr geehrte Anwesende und Beherrten. Im Namen von Nejike, dem kurdischen Gesellschaftszentrum Frankfurt und stellvertretend für unsere Co-Vorsitzende, möchte ich Sie alle begrüßen. Wir freuen uns, diesen besonderen Abend anlässlich des 10. Welt-Kobane-Tags gemeinsam mit Ihnen zu verbringen. Vor 10 Jahren wurde Kobane vor dem Einmarsch des sogenannten IS erfolgreich verteidigt und dieser Hoffnungsschimmer prägte sich ins Weltgedächtnis ein. Der Kampf um das Aufrechterhalten der demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien ist aktuell umso wichtiger. Und die internationale Gemeinschaft muss die nötige Verantwortung tragen. Seit Tagen bombardiert die Türkei zivile Siedlungsgebiete und lebenswichtige Energieinfrastruktur in den Autonomiegebieten. Es gibt Dutzende Todesopfer und Verletzte. Es ist der Nährboden für eine humanitäre Katastrophe und die Fortsetzung von vielen international ignorierten Völkerrechtsbrüchen. Die Stärke, die von Rojava ausstrahlt,
ist der Türkei ein Dorn im Auge. Wir dürfen die Selbstverwaltung daher nicht alleine lassen und die Aufmerksamkeit auf die internationale Verantwortung lenken. Der heutige Abend ist also nicht nur zum Feiern des Sieges über den sogenannten IS und seinen Unterstützern, sondern auch eine Erinnerung daran, weiterhin Widerstand zu leisten. Şehit Namırın, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Şehit Namırın, das heißt, die Märtyrer werden in uns weiterleben. Sie sind nicht gestorben. Das sind die Erinnerungen, die wir in uns tragen, um weiter den Kampf fortzusetzen. Vielen Dank für die Beiträge. Es ist mir nun eine weitere Ehre, unseren Europavertreter der demokratischen Selbstverwaltung Nordost-Süden, Rojava, Herrn Dr. Abdulkarim Omar, auf die Bühne zu bitten. Wir sind gespannt, wie sieht es momentan in Rojava aus? Wie sieht es in Kobane aus? Welchen Aufruf haben Sie an die europäischen Staaten, an die weltweiten Staaten und welche an uns? Bitte schön. Liebe Gäste, Bnavi Reveberia Khosar Abakuru Rojlati Suri Bnavi Rojava am Weslav Dekin Khiratna Wadekin. Im Namen der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien begrüße ich euch allen. Ihr seid alle willkommen. Am Web Tawai Spaz Dekin Spaz Jiboi Theater Vali Bramal. Vielen Dank an allen Teilnehmenden. Vielen Dank an Treiter Theater Philipp Rammel Nachschusshalle. Spas jboi dostema Komala Dostani Bajara. Vielen Dank an Städte Freundschaft Frankfurt Kobani e.V. Jdilu Jan am Spas dekin Komita Amadakar Agu Afshava Piroz Hazir Kriya. Vielen Dank an allen, die diese besondere Nacht organisiert haben. Haru ha spas jbo Majlisa Jinein Kurde Frankfurt u Komala Kurde Frankfurt. Und vielen herzlichen Dank an Amara, kurdischen Frauenrat und kurdisches demokratisches Zentrum in Frankfurt. Am Piroz dekin le wa tawai be Amadakarna veshave be dahamin salvagara roja jihani akobani. Vielen herzlichen Dank, dass wir und wir sind sehr froh darüber, dass wir den 10. Welt-Kobani-Tag feiern zusammen. De Barkhadanu Takushina Kobani da awaya despekirna bdawikirna statua Daesh bu. Der Widerstand gegen IS in Kobani war der Anfang von Niederlage von IS. Der IS-Status wurde zerstört. Be Takushina ka behembar be badalaki kelaki Gram Baha, ma Karibu, de Kobain, da am Despe beken, u pishti pensala, le Barus, da Hazarunus, da ham Statua Daesh, bedawiker. Dieser Kampf war ein sehr schwerer Kampf und viele Menschenleben haben wir da verloren. Und 5 Jahre später in Barus haben wir den IS militärisch besiegt. Zedei duaz da Hazar, kachu khorte ma, u betaibat jina kurd. Jiana Khwa Jdestan de Takushina Digi Tirorida. Mehr als 12.000 Menschen, Frauen, Männer, Kinder haben ihr Leben verloren in diesem Kampf gegen IS. Vor allem kurdische Frauenbewegung hat da einen wichtigen Kampf geleistet. Zedei bis zu 4.000 Brindar bun, Sadaj Wanaki Beshakilash Khwada. Und mehr als 24.000 Verletzte haben wir in diesem Kampf gehabt und hunderte Menschen haben ihre Körperteile verloren. Und in diesem Kampf gegen diesen Terror sind tausende Kinder Waisen geworden. Derisha Daesh sir Kobani de Shavake da 300 zaruke ma sewi maj ali de ba vardukava. In einer Nacht haben 300 Kinder ihre beiden Elternteile verloren während der IS Kobani Angriff. Sir Captain al sir Daesh jbo ma darfata ki mazan bujbar Daesh am tahdid dikren li jbo tawaya mrovahij sir Captain gelle ki mazan bujbar Daesh tawaya mrovahij tahdid dikr.
Der militärische Sieg über den IS ist für uns sehr wichtig und das spielt eine sehr wichtige Rolle bei uns in der Selbstverwaltung. Aber das ist nicht nur für uns wichtig, sondern für die Weltgemeinschaft. Der IS ist nicht nur eine Gefahr für uns, sondern nicht für Rojava, sondern für alle. Dem haben لیم خبن جوکان افدولتی برپرسیاتی خوا نرابی برپرسیاتی خوا نرابو باری کاریا بو وقا قربانی ایگو جیانا خوش دستن وقا زاروک سیوی ایگو بی دیو باب من تکوشین ادیجی تیروری دا و جوکان افدولتی تو اری کاری بوار نهد کرد Und die Weltgemeinschaft erfüllt ihre Verantwortung nicht. Und da sind ganz viele Opfer in diesem Kampf. Und ganz viele Kinder sind Waisen geworden. Die haben ihre beide Elternteile, beziehungsweise Halbwaisen geworden. Und die Verantwortung der Weltgemeinschaft, die Weltgemeinschaft da unternimmt gar nichts. Keine Hilfe wird geleistet. Hatta Iro, Bhazara, Joachetein, Daesh, Girtiga, Adana. جواکان عبدالاتی برپرسیاتی خواه نرابوا بدادگه کرنا واچته این داعش ایگو اوقا جریمت تحقیق گلیمه دکریا Und tausende IS-Gefangene sind inhaftiert in den Gefängnissen von Nord- und Ostsyrien. Wir sind mit diesen IS-Terroristen alleine gelassen worden und der internationale Weltgemeinschaft da leistet keinen Beitrag dafür. Ari, da hazar unuzdaha ma وك داعش وك ستاتو بداويكر لداعش وك تيرور نهت يبداويكرن Ja, das stimmt, dass wir den IS 2019 besiegt haben, aber das war ein militärischer Besieg. Die Ideologie ist noch da. داعش هيك وكري خستن هين دداري مدى دريا او هشمندي ايديولوجيا ويغو هاتي بلاكرن Und der IS ist noch in den Gebieten von der Selbstverwaltung noch da. Die Ideologie von IS ist noch da. بدها شانای رازای هنا و رو رو بهتر اکتیو دبن و ایریشات بردن سر باکرو رجلات سوری Es gibt Dutzende Schläferzellen von IS noch in unseren Gebieten und die Angriffe seitens des IS wird noch fortgesetzt. 12,000 شتین داعش ای هری خطر نهال جمد گرتی گهدایا. 12.000 gefährliche IS-Terroristen sind in Gefängnissen von Nord- und Ostsyrien. در دور 5000 جن و زاروکین و مالبات داعش نه لجمت کمپ هول و کمپ روش دنا. Mehr als 50.000 Frauen und Kinder von IS-Terroristen sind in den Camps von Nord- und Ostsyrien. زیدی 3000 جوا زاروکن. Und mehr als 30.000 davon sind Kinder. او 3000 زاروک تی پرورده کردن سرشمندی تیروری Und diese 30.000 Menschen bekommen Bildung auf Terrorweise. Die bekommen die Bildung von Terror. گروش بی شیوازی بمنی بر دوام بکی امل پیشیا آوا کرنا نفشکینو جیلکینوش ارهابی ابن تیروریست ابن Wenn die Situation sich nicht ändert, wenn die Situation wie jetzt weitergeht, dann werden wir eine neue Generation haben, eine neue Terrorgeneration, eine Generation, die vernichten möchte. Und die Familien, die Kinder von IS-Terroristen, auch die erste Gefangene, die sind wie eine Zeitbombe, die sind wie eine Mine und man weiß nicht, wann diese Mine dann zerplatzt. Das wird eine Gefahr für uns alle darstellen. و گوم پیزان ری وبریا خسر هاتیا دام از راندن سال 2014 همو پیک هاتین وی دیوری کردی وی عربی وی سریانی وی کریستیان و ایزیدی و مسلمانی وی Wie ihr alle wisst, wurde die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien 2014 gegründet. Und die Gründerin der Selbstverwaltung sind Kurden, Araber, Assyrerinnen, Christen, alle Gruppen dort. Wir verwalten die Gebiete gemeinsam und wir verteidigen die Gebiete gemeinsam. در دورا 5 میلیون حمولاتی لباکور و رجدات سوری جیان دکن در ایوه بریا خسر دا رولا هری سرکا جنا کرد و توای جنا دیتر تدد لیزن In den Gebieten der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien leben ca. 5 Millionen Menschen
Und alle Bevölkerungsteile, Gesellschaftsteile befinden sich in der Selbstverwaltung, in der Verwaltung. Und die Frauen, die kurdischen Frauen, auch die andere Frauen spielen die wichtigste Rolle dort. حموس ازین ریبریا خسر الباکور رجلات سوری هبونا جنیتی ده نکمی صدی پینجهیا وگوه پیزانن ما هفسروکاتی اساس گرتیا حموس ازین ریبریا خسر هفسروکوینا که جنکو زلامک In allen Institutionen der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien sind mindestens 50% Frauen. Und wie ihr alle auch wisst, bei uns gibt es Co-Präsidentschaft, Co-Vorsitzenden. Und überall sind immer mindestens eine Frau an der Spitze. Und wir hoffen für uns alle, dass dieses demokratische Projekt ein Beispiel wird für ganz Syrien, dass wir alle Menschen in Syrien gemeinsam demokratisch zusammenleben. لی باکرو رجلات سوری ام گلک استنگیا جیان دکن و استنگیا هری مزن استنگیا سیاسیا نناس کرنا ری و بریا خسر و نقبول کرنا ویج علی اجوا کنا اب دولتی را Wir, die Menschen in Nord- und Ostsyrien, haben ganz viele Hürden, ganz viele Schwierigkeiten. Und die größten Schwierigkeiten sind politische Hürden. Die Selbstverwaltung wird international immer noch nicht anerkannt. و استنگی ابورینه جبروی روشا امبارگو آگو ام جیاند کن بسالایا جبولوژی روشا خلکی ابوری روشا گلکی خرابا و باندورای وی سر هر کسی کل روشاوای کردستان های Das andere große Schwierigkeit der Menschen dort ist das Embargo. Seit mehreren Jahren gibt es ein Embargo gegen Nord- und Ostsyrien. Die Grenzen sind dicht und das verursacht eine große wirtschaftliche Katastrophe dort. Ich habe die Türkei aus dem Terror gegeben. Ich habe Daesh in Bedawin gegeben, Terror in Bedawin gegeben. Und Daesh habe ich auch die Karte gegeben. روشا نو آگو رجلات ناوی آگو در باز دبی او پری کریز آگو دناو اسرائیل و حماس ده چه بوا و کریز آگو دناو اسرائیل و حزب الله ده چه بوا ده هلی گو جوا کناف دولتی مجول به کریز ندیتر او ناکه دبی سبب گو دا عجاره کدی خوزندی دکی و دست عملی به اپراسیون خواه تیروریست کی Und die andere Schwierigkeit, das andere große Projekt von Nord- und Ostsyrien ist der Terror, der IS-Terror. Und der IS nutzt diese besondere Situation in Nahosten für sich aus. Es gibt eine Krise zwischen Israel und Hamas, Krise zwischen Israel und Hezbollah. Das sind Kriege und der IS nutzt das für sich aus, weil die Weltgemeinschaft mit diesen Krisen erstmal beschäftigt ist. Und da, währenddessen wird der IS wieder aufgebaut. Erichen, yani astangia hari mazin agom jiandikin, au astangia erichi dawlata Türken. Und die größte Schwierigkeit, die wir haben, sind die Angriffe der Türkei gegen Gebiete der Selbstverwaltung. Jidespeka shurasha rojava go hati pekhsinu pishti damazrandna revebaria khosar har Türki erich hat bar desa rojava Kurdistani. Seit der Rojava-Revolution, seit der Gründung der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, greift die Türkei die Gebiete der Selbstverwaltung, die Selbstverwaltung an. سی دفر الباکور رجلات سوری هاتن داگر کرنج علی دولتا ترک و عفرین و سریکانی و گریس بیا. Drei Gebiete sind angegriffen und besetzt worden durch die Türkei, Afrin, Grespi, Serekani. او در ایگو داگر کرنجی روژانا دست دریجی و گرتین و کشتین و گهرتین دیموگرافی الور بکارتینین. In diesen besetzten Gebieten werden tagtäglich Festnahmen und auch Festnahmen, Morde und so weiter tagtäglich stattfinden. وقت میناک هبونا کرداد عفرین در صدی زیده نوتو حفتابو جسدی نها هبونا کرداد کمیش صدی بیست و هیجی هولدانی خود که دولتا ترگو ایمایش درخی و ایل جهی و بجیدی که او کسایت دینا او عربی مسلمانی سننا لور بجیدی کنج بوی گوهرتنا دیموگرافی جبو کرداجوی دوری تماوی والا بکی
Vor der türkischen Invasion lebten, machten die Kurden 97% der Bevölkerung in Afrin aus. Jetzt machen sie jetzt nicht mal 20% der Bevölkerung aus. Und der Rest sind dann arabische Sunniten, die sind von woanders dorthin gebracht worden. Und die Türkei möchte, dass auch die dort gebliebenen Kurden auch die Gebiete verlassen. Es ist ein demokratischer Wandel. ایریش دولت ترک بردوام ده که روزانا داویا 1023 به ایریش که هووانا به کاراین بالافره شر و دورونا توایی بنسازی روزاوا هدف گرد. Ende 2023 hat die Türkei eine große Luftangriffe gegen Rojava, gegen Nord- und Ostsyrien gestartet. Und die Infrastruktur, zivile Infrastruktur von Nord- und Ostsyrien wurde komplett zerstört und alle Lebensader wurden bombardiert. Und wenn man Haftika, bis bei der Haft Rojava, der Luft hat, das irische Kriya, حمو بنسازی و استاسیون غازی و استاسیون آوا و خوارنی و استاسیون بترولی و استاسیون الکتریکی هدف دگری. Seit einer Woche greift die Türkei die Gebiete erneut sehr intensiv an und die zivile Infrastruktur und die Gasstation, Wasserstation, auch Ölstation werden gezielt bombardiert. عمباری آرد و فرنا هدف دگری. Die Weizenlager und auch die Bäckereien, die Brotfabriken werden bombardiert. Afkarigo Dolita Turku Erdogan deke avya karin yani sunje sharin garaka harin dadge nav dolati u garaka obin dadge karin. Das, was die Erdogan-Regierung, die türkische Regierung in Rojava macht, ist ein Kriegsverbrechen. Und deswegen muss man sie vor dem Gericht bringen. Die müssen verurteilt werden. Ab Erişen, Dauleta Türk, Dütüştab, Khordini. Ayakam. یعنی اب ایریشی گو روزانه سر روزاوا تو برانکنار روزاوا او دبی سدم گو هزین می لشکری مجبور ببین پرستنار روزاوا والابونک چه دبی او والابون داعش خورا بکردنی جاری که دی خبری خستند که خو خورد که او دست به اپراسیون خوی تروریست که Die Angriffe der Türkei bringen vor allem zwei Sachen mit sich. Und genau die eine ist, dass die Verteidigungseinheiten, Verteidigungskräfte werden mit den Angriffen beschäftigt und dadurch bekommt der IS auch noch Freiraum für sich. Der IS kann sich dann wieder aufbauen, sich organisieren. Die Dau erische Wenage ser Benesazia Rojava, Bandora Khosser, Herkesaideki Rojava, deke, Zede Millioneki Nahad Rashidene Belektriken, Zede Millioneki Beava Vokharina, Hadavgirtna Bire Petroli Usazi in Ma, Dele Gorosha Khalki Aburi Nabajdebe, Awadbe Sedeme Pele Kanush Kochbara, Be Sada An Bhazara, Jarekedi Kochbardin Uberichodin Europa. Die Türkei greift bewusst und gezielt die zivile Infrastruktur von Nord- und Ostsyrien. Jetzt aktuell haben mehr als 1 Million Menschen keinen Zugang zum Strom, zum Wasser. Erdölraffinerien, Erdölstationen werden bombardiert. Und diese Menschen werden dadurch gezwungen, das Land zu verlassen. Viele Menschen sind auf dem Fluchtweg. Ich will Amril Pesha Kochbariye begrün. جبو هم کاری بن داعش بدایی بکن گرک اجوا کن افدولتی آری کاری مرب کی. Um diese Flucht zu verhindern, um den IS zu vernichten, brauchen wir die Hilfe der internationalen Weltgemeinschaft. او بنسازی و استاسیون می گوهتنا رو خاندن گرک آری کاری مرب بکرن جبوی چه کرنا وانا که گو چه نبی روش خلکی باشتر نبی ام نکان ریل پیشا کچ بری بگرن. Um die Infrastruktur und Energiestation wieder aufzubauen, brauchen wir Hilfe von internationaler Gemeinschaft und auch dafür, damit die Menschen nicht fliehen und der IS nicht wieder aufgebaut wird. دبی آری کاری مرب بکن و دغدغه که بکن دولت ترک آداغر کر جبوی ایریش خوا سر با کروجاتی سوری بسکنینن. Auch der Druck auf die Türkei wäre eine große Hilfe für uns. Dadurch kann man auch die Türkei zwingen, die Angriffe zu stoppen. گرک آری کاری مرب بکن دالی لشکری دا و دالی آبوري دجبم کاربن ام روبروی تیرور داعش بکن.
Und wir brauchen auch militärische und auch ökonomische Hilfe, finanzielle Hilfe, damit wir den Kampf gegen den IS fortführen können. Die Dawida Jareke, die Aspasiawa, Betawaidikum und Betaibet, Sazin Jibaka Civil und Sandika, Almania, Ego Arikari, Brojavara, Dicken, Despeka Shurashi, und Ego Nahaji Berdawam, Dicken, Hun Havalbende, Mei, Strategina, Hun Ego Pishgirajavat, Kunuhin, Hun Ego Massas Grinjamkwa. Und ich möchte zum Schluss mich bei allen Zivilgesellschaften bedanken, die uns unterstützen. Vor allem ein Danke geht an Rosa-Luxemburg-Stiftung, an die Stiftung. Und die Stiftung und die NGOs und zivilgesellschaftliche Institutionen sind unsere ersten Ansprechpartner. Wir sehen die Bevölkerung, die Menschen als Ansprechpartner allererst. Und zum Schluss, Jinjian Azadi. Einen herzlichen Dank an Dr. Omar für die wichtigen Worte, für die Aufklärung der aktuellen Situation. Stellen Sie sich vor, es sind Menschen, die in 2024 kein Wasser haben, keinen Strom haben, keine Lebensmittel haben. Und stellen Sie sich vor, sie wären an deren Stelle. Und diese Menschen, diese Familien, diese Kinder machen das seit Jahren durch, aber bleiben dort vor Ort, möchten ihr Land nicht verlassen und würden auch für ihr Land sterben, von der Frau bis zum Kind, vom Mann bis zum Partner. Ich danke allen Menschen, die dort geblieben sind, die versuchen, weiterzuleben. Berhadan, Berhadan, Berhadan. Es ist auch wichtig zu betonen, was Dr. Omar auch betont hat, nochmal zu wiederholen, und zwar, der IS ist nicht weg, er ist in uns, unter uns, überall. Auch hier in Deutschland, in den ganzen Flüchtlingsheimen, Sie wissen, dass die Fluchtbewegung 2015, 2016, also 2015, 2016 auch viele Mitläufer des IS nach Europa gebracht hat, die sich hier immer noch, Sie sagen zwar Schläfergruppen, wir sagen Spinnfrauen zum Beispiel, das sind diejenigen Frauen, die im Namen des IS, des Islamischen Staates, hier in den Wohnheimen, hier in den Flüchtlingsheimen warten, bis sie den Auftrag bekommen, Menschen zu ermorden, unschuldige Menschen. Und diese Spinnfrauen sind mit ihren Kindern angekommen, sind unter uns, mit uns zusammen. Wir müssen sehr darauf achten, dass Rojava nicht allein gelassen wird, weil momentan ist Rojava die einzige Region, die versucht, den IS zu bekämpfen, aber auch versucht, die Gefangenen beisammen zu halten. Sie wissen, dass das Al-Hol-Camp momentan auch eine kleine Tür öffnen musste, weil sie überfordert sind. Sie wurden hinausgetrieben, einige sind geflüchtet mit ihren Familien. Es ist sehr wichtig, das Ganze ernst zu nehmen. Sobald der IS sich weiter rekrutiert und stärker wird, haben wir alle ein Problem, die ganze Weltgemeinschaft. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Aufklärungsarbeit, Einforderungen an alle Staaten. Nehmt eure Gefangenen, stellt sie vor Gericht, befreit Rojava von dieser Belastung. Danke Ihnen. Ich freue mich jetzt, unsere Musikgruppe vorbitten zu können, und zwar für einen instrumentalen Einstieg. Ich möchte Lale Kotschkin, Ali Erel und Rebecca und ihren Kollegen bitten auf die Bühne und hoffe, dass wir einen tollen gemeinsamen Einstieg finden in die musikalischen Klänge Mesopotamiens, Anatoliens. Sie wissen, dass Ali Erel bereits ein... Ja, einen Applaus bitte, genau. Ali Erel, ein wichtiger Musiker aus Hessen, hat bereits ein Soloalbum vor kurzem veröffentlicht mit sehr schönen Klängen, die er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt hat. Lale Kotschkin hat bereits zwei tolle Alben veröffentlicht, die eben die Stimmung, die Gefühle einer Frau, einer kurdischen Sängerin sehr gut wiedergeben. Ich persönlich bewundere sie von Herzen. Sie hat nicht nur diese sanfte Stimme in sich, sondern auch diese Menschlichkeit und vor allem auch die Bodenständigkeit. Es ist sehr selten in unserer heutigen Gesellschaft, Musiker zu finden, die bodenständig und menschlich geblieben sind. Und sie ist einer meiner größten Favoriten. Also ich bin dankbar, dass es Menschen wie Lale gibt, die immer noch da sagen und sagen, wir sind da für die Musik, wir leben für die Musik. Danke vielmals. Danke. Rebecca ist eine neue Kollegin, glaube ich, aus dem Team. Paula ist eine Kollegin aus dem Team. Sie kommt aus Rumänien und hat kürzlich ihr Konservatorium beendet und ist ein Team des
neuen Ensembles geworden. Danke, dass du bei uns bist und mitmachst. Du bist toll, wie du bist. Und Serdar, danke, dass du... Was machst du für uns? Du wirst Kaval spielen. Was sind das für Instrumente, die du gerade bei dir hast? Kaval und Ney, das sind sehr wichtige... Genau, das sind sehr wichtige Instrumente, die vor allem auch in Südkurdistan sehr oft genutzt werden, auch in Bakur natürlich, in Nordkurdistan. So, jetzt lasse ich euch die Musik in uns führen, in unsere Herzen. Bitteschön.
Das war's, okay, das war der Einstieg, sorry. Ich habe gehofft, dass es weitergeht, tut mir leid. Deste de sauve, dille muss sauve, man musste. So, jetzt wollen wir weiterführen mit unserer Lesung. Ich möchte diejenigen, die es intensiver spüren möchten, ohne Ablenkung von Licht und Bewegung die Augen zu schließen. Wir beginnen mit der Lesung über die Stimmen, die Gefühle, die Gedanken der Frauen und Kämpferinnen aus Kobane, aus Rojava. Vorab ein Applaus an Birgit Häuser, die momentan die Stimmen der Frauen wiedergeben wird. In einer sehr professionellen Art und Weise. Vielen Dank, dass du bei uns bist, Birgit. Hevala Helin kommt aus Merdin in Bakur, in Nordkurdistan und ist Mitglied der YPJ, der Frauen Volksverteidigungseinheiten auf Kurdisch, Yeknia Parastina Jin. Sie ist in Ahmet aufgewachsen, wo sie zunächst in der Jugendbewegung aktiv war. Mit 21 Jahren begann sie, sich intensiver mit der kurdischen Freiheitsbewegung zu beschäftigen und ging 2014 nach Kobane, um die Stadt gegen den IS, gegen den Islamischen Staat, zu verteidigen. Wir trafen sie in einem Zentrum der YPJ in Kobane. Ihr Arm war verwundet und sie erklärte uns, dass sie das erste Mal darüber spreche und dass es ihr schwerfalle, darüber zu sprechen. Als der IS zum ersten Mal angegriffen hat, haben sie Menschen geköpft. Und das hat große Angst in der Bevölkerung verbreitet. Viele Familien haben die Stadt verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. In einer Situation, in der klar ist, dass nicht alle standhalten können, sollten nur diejenigen bleiben, die in der Lage sind, die Stadt zu verteidigen. In dieser Zeit hat unsere Einheit Kobane erreicht. Es war deprimierend einerseits, den Aufbruch der Menschen zu sehen, andererseits schuf ihre Flucht bessere Voraussetzungen, um die Stadt zu verteidigen. Der IS hatte es sich wohl so vorgestellt, dass er uns durch die von ihm verbreitete Angst genauso vertreiben kann wie die Bevölkerung. Aber unsere Freundinnen und Freunde haben bis zum letzten Atemzug gekämpft. Ich habe viele Erinnerungen daran, aber es ist nicht einfach, darüber zu reden. Es war Winter und kalt. Wir litten unter Hunger und Krankheiten, hielten aber immer zusammen und niemand verhielt sich egoistisch. Wir passten aufeinander auf und haben uns umeinander gekümmert. In Kobane waren Freundinnen und Freunde aus allen vier Teilen Kurdistans, um mit uns zu kämpfen. Das war zuvor lange nicht mehr passiert. Und in dieser Hinsicht ist Kobane etwas Besonderes. Ich denke, eine andere wichtige Tatsache ist, dass der Kampf kurdischer Frauen gegen diese Banden auf der ganzen Welt bekannt wurde. Vielleicht werden eines Tages unsere Namen vergessen sein, aber niemals die Spuren dieser Revolution. Frauen haben hier gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Am Anfang der Umzingelung gab es genauso viele Männer und Frauen in der Stadt. Aber in den Kampfstellungen waren es vor allem Frauen. Manchmal baten uns unsere männlichen Hewals, mit an die Front zu kommen. Die Dschihadisten hatten große Angst vor den Frauen. Wir wussten das denn, als wir einige ihrer Mitglieder gefangen nahmen, sagten sie uns, dass sie immer große Angst hätten, wenn sie unsere Stimmen hörten. Die Banden kamen von allen Seiten, auch über die Türkei. Ich denke, damals waren wir nur noch
30 Freundinnen und Freunde in Kobane. Jeden Tag haben wir Weggefährten und Gefährtinnen verloren. Durch die Grenzschließung der Türkei gab es nicht immer Lebensmittel. Wir konnten dann nur überleben, wenn wir bei Familien waren, bei denen es etwas zu essen gab. Es gab Mütter, die in diesen regnerischen, kalten Tagen all ihre Kraft darauf verwendet haben, zu kochen und nach den Kämpferinnen und Kämpfern zu schauen. In dieser schwierigen Zeit musste jeder, jede einen Weg finden, zurechtzukommen. Und gleichzeitig waren wir alle füreinander verantwortlich. Niemand hat in dieser Situation darüber nachgedacht, was passiert, wenn du stirbst. Wir haben uns auf den Widerstand konzentriert und nicht an uns selbst gedacht. Es leben leider nicht mehr viele von unseren Freundinnen und Freunden aus dieser Zeit. Als wir den Kessel durchbrachen, kamen weitere Freundinnen und Freunde, auch internationalistische, dazu. Auch aus Bakur überwanden viele den Grenzzaun. Nur dadurch konnten wir erfolgreich sein. Alle waren so aufgeregt, als Kobane befreit wurde. Seit langem hatten wir uns nur darüber Gedanken gemacht. Allein schon wegen der internationalistischen Freundinnen und Freunde war es weniger ein Krieg zwischen Kurdinnen und Kurden und den Dschihadistinnen und Dschihadisten gewesen. Es war viel eher ein Krieg zwischen Moral und Unmoral. Die Familien, die niemals geglaubt hätten, dass sie irgendwann nach Kobane zurückkehren würden, kamen wieder. Jetzt ist Kobane 10-mal schöner als vorher. Immer wenn wir das Licht in den Häusern Kobanes sehen, spüren wir, dass all diese Kämpferinnen und dass dieser Kampf nicht umsonst war. Von jetzt an können weder die Türkei noch der IS uns besiegen, weil wir so viel Erfahrung gesammelt haben. Wenn wir davon Gebrauch machen, können wir uns gegen jegliche Angriffe verteidigen. Hevala Adler Kobane. Hevala Adler Kobane ist in Kobane selbst geboren und war zur Zeit ihres Besuches, unseres Besuches, 35 Jahre alt. Sie blieb während des gesamten Krieges in Kobane und beteiligte sich am Widerstand, indem sie für die Kämpferinnen und Kämpfer der YPG und der YPG, der Volksverteidigungseinheiten, kochte, ihre Kleidung wusch, Verletzte versorgte und Tote barg. Heute ist sie in der Leitung der Kongrastar in Kobane. Wir sprachen mit ihr über die Zeit, in der der IS, der Islamische Staat, Kobane angriff. In dem Jahr gab es viel Schnee und Regen. Die Wetterbedingungen waren sehr hart. Wir wuschen die Kleider der Freundinnen und Freunde, die gefallen waren, versuchten sie irgendwie zu trocknen und dann wieder an die anderen jeweils weiterzugeben. Wir arbeiteten sehr viele Stunden ohne Pause. Zum Beispiel machten wir das Abendessen von 4 Uhr morgens bis zum Nachmittag und brachten es dann unseren Freundinnen und Freunden. Wir versuchten, das Essen an alle gerecht zu verteilen. Nach den Kämpferinnen und Kämpfern waren die Verwundeten an der Reihe, dann die Ärzte und Ärztinnen und am Ende gab es Essen für alle anderen Helfer und Helferinnen. Ich erinnere mich nicht, dass sich irgendwer je über Müdigkeit oder andere Schwierigkeiten beschwert hat. Wir waren 4 oder 5, die zusammengearbeitet haben. Wir begruben unsere Gefallenen und versuchten, unsere verletzten Freundinnen und Freunde zu helfen. Wir konnten keine Taschenlampen benutzen. Es war so dunkel und wir konnten manchmal nicht einmal erkennen, wo unsere jeweils sind und wo der Feind ist. Manchmal konnten wir uns nicht einmal in unseren Stellungen bewegen, denn die Türkei sammelte mit Drohnen Informationen über uns und gab sie an den IS weiter. Nicht immer hatten wir genügend Zeit,
Freundinnen und Freunde zu begraben. Oder wir mussten uns beeilen. Ich erinnere mich, dass wir zu Beginn sehr große Angst hatten. Aber nach einem Monat verloren wir den Sinn dafür. Wir gossen Säcke voller Blut auf die Wurzeln der Bäume. Wenn du von Angesicht zu Angesicht vor so einem Elend stehst, dann musst du etwas tun, um die Situation zu verbessern. Ich würde niemals sagen, dass ich eine wichtige Rolle in diesem Widerstand gespielt habe. Aber natürlich war es sehr wichtig, dass es Leute gab, die gewaschen, gekocht und geputzt haben. Der IS kappte Wasser und Strom. Und einige Freundinnen und Freunde haben sogar ihr Leben verloren, um Wasseranschlüsse wiederherzustellen. Am Ende waren wir nur noch 3 Frauen als Unterstützung der Kämpfer und Kämpferinnen an der Front. Kampf, Flugzeuge bombardierten die Stadt pausenlos. Und wir befanden uns dicht zusammengedrängt in einem Kessel. Die Dschihadisten kamen unter dem Bombenhagel näher an uns heran. Sie gruben Tunnel, um unsere Stellung zu erreichen. Unsere Freundinnen und Freunde aus Bakur haben uns sehr geholfen. Sie haben eine Aktion menschlicher Schutzschilde an der Grenze durchgeführt. Selbst während der harten Winterzeit sind sie gekommen, um uns mit Essen und Medizin zu versorgen oder militärisch zu unterstützen. Wir sahen sehr schreckliche, unbeschreibliche Dinge. Die Mitglieder des IS zerkleinerten menschliche Köpfe mit einem Fleischwolf. Sie banden einen Strick um den Hals von Freundinnen und Freunden und schleiften diese dann mit fahrenden Autos durch die Stadt. Wenn wir Menschen lebend retten könnten, waren sie in so einer schlechten Verfassung, dass sie nicht einmal mehr wussten, wer sie waren. Einige von uns sahen mit dem Fernglas eine Freundin, die vom IS lebend festgehalten wurde. Ihre Schreie waren so schrill, dass sie es nicht mehr mit anhören konnten. Sie schrie, bitte, tötet mich. Aber die Freundinnen schafften es nicht, sie vom Weiten zu erschießen. Die Dschihadisten hatten die Regel aufgestellt, dass jemand, der 50 unserer Freundinnen und Freunde köpft, das Recht hat, Kommandant zu werden. Was wir erlebt haben, ist unbeschreiblich grausam und schwer. Wir haben immer wieder den Ort gewechselt. Zum Beispiel haben wir ein Haus gefunden und es eine Weile genutzt. Dann wurde es zerstört und wir mussten einen neuen Ort finden. Manchmal wechselten wir unseren Platz über Nacht. Am 25. Juni 2015 griff der IS Kobane erneut an. Dort haben sie ein Massaker angerichtet, in dem sie sich wie YPJ-Kämpfer kleideten. 2 Monate nach der Befreiung Kobanes kam der große Teil der Bevölkerung aus Bakur zurück in die Stadt. Wir fingen an, einen Plan zum Wiederaufbau der Stadt zu erstellen. Auch der IS schmiedete einen Plan. In den Uniformen unserer Hewals schmuggelten die Dschihadisten sich in die Stadt und griffen um 4 Uhr morgens an. Sie töteten, wen auch immer sie fanden. 16 Freunde und Freundinnen fielen im Gefecht rund um die Schule. Um 6 Uhr abends konnten wir die Stadt erneut vor ihrem Terror befreien. Doch 300 Menschen waren ermordet worden. Wir weinten und waren gleichzeitig froh. Nach dieser schlechten Erfahrung haben sich einige Dorfbewohnerinnen an der Grenze besser gegen solche Angriffe organisiert und vorbereitet. Revana Rojava. Shahid Revana Rojava, Medine Mamo, wurde 1994 im Dorf Hanike in der Region Kobane geboren. Sie wuchs in einer traditionellen kurdischen Familie auf und liebte insbesondere die kurdischen Tänze sehr. Als im Frühjahr 2013 die ersten Frauenverteidigungseinheiten in Kobane aufgebaut wurden,
schloss sie sich als junge Frau im Alter von 19 Jahren der YPG an. Die Freundin Hevala Nevroz Kobani, welche gemeinsam mit Revana ihre politische und militärische Grundausbildung an der YPG-Akademie absolvierte, erzählt über ihre gemeinsame Zeit. Die Revolution in Rojava begeisterte uns. Und jeden Tag schlossen sich mehr Frauen den YPG an. Für Hevala Revana gab es keine großen oder kleinen Aufgaben. In unserer Grundausbildung war sie die Verantwortliche für die Logistik. Für sie hatte jede Arbeit einen Wert. Jedes Mal, wenn wir beieinander saßen, sagte sie mit Wärme im Herzen: Ich hätte mir niemals erträumt, dass ich eines Tages mit so vielen Freundinnen zusammenkommen und kämpfen werde. Wenn Frauen sich organisieren, werden sie zu etwas Besonderem. Oft saß Hevala Revana alleine mit ihrem Notizbuch in der Hand und schrieb ihre Gedanken und Gefühle auf. Zumeist handelten die Gedichte und Aufzeichnungen Revanas von Frauen und ihrem Freiheitskampf. Als sie sich zum Abschluss der Grundausbildung von ihren Genossinnen verabschiedete, um zu ihrer neuen Einheit in Südfrontabschnitt von Kobane zu gehen, sagte sie: Vertraut immer auf eure Selbstverteidigung. Am 20. Tag des Widerstands von Kobane wurde die Munition der 7 YPJ und YPG-Kämpferinnen, die in den Stellungen zwischen den Olivenbäumen und Hügeln in der Umgebung des Dorfes Gulmete tagelang entschlossen Widerstand leisteten, immer knapper. Um das Vorrücken des IS auf Kobane zu verhindern, entschloss Sheikh Revana, sich als erste Frau bei der Verteidigung Kobanes ihren eigenen Körper zu einem Schutzschild zu machen. Obwohl sie bei den heftigen Gefechten verletzt worden war, sammelte sie unter ihren Kampfgenossinnen und Genossen einige Handgranaten ein und schickte ihre Freundinnen ohne eine weitere Erklärung an einen sicheren Ort. Allein verteidigte sie die vom IS umzingelte Stellung, bis dieser zu ihr vorgedrungen war. Die YPJ-Kommandantin Hevala Meriam Kobane berichtete, dass Hevala Revana in diesem Moment ihre Handgranaten in den Händen fest umklammert hielt und sich totstellte. Als sie von einer Ansammlung von IS-Söldnern umgeben war, zündete sie ihre Handgranaten und riss viele von ihnen mit sich in den Tod. Nach der Aktion von Sheikh Revana wagten die Banden nicht mehr, sich den Leichnamen unserer Freundinnen und Freunde zu nähern. Insbesondere rührten sie nicht mehr die Leichen unserer YPJ-Kämpferinnen an. Mit ihrer Aktion veränderte Hevala Revana den Verlauf des Krieges. Ihr Tod wurde zu einer Aktion der Verteidigung ihres Körpers und des Körpers aller Frauen. Der folgende Text entstand aus einem langen Interview, welches die Schriftstellerin Evin Nejdet mit Salah Khalil geführt hat. Er ist noch nicht veröffentlicht und soll demnächst in einem Sammelband erscheinen. Salah Khalil ist 45 Jahre alt und wuchs im Dorf Ein Bete in Kobane auf. Sie wurde mit 15 Jahren, wie viele andere kurdische Frauen, zwangsverheiratet, verstand sich aber gut mit ihrem Mann. Sie engagierte sich seit Beginn der Revolution und blieb bis zur Befreiung von Kobane vom IS, vom Islamischen Staat, mit ihrer Tochter Shilan in der Stadt. Sie hatte aber ihre jüngsten 4 Kinder bereits in Sicherheit gebracht. Sarah sitzt am Grab ihres 2015 gefallenen Ehemannes Mahmoud und erzählt ihm von ihren Erinnerungen. Die Artilleriegeschosse
die man früher bloß von Weitem hörte, kam näher. Wie schnell die Menschen die Stadt verlassen haben. Wohin sind sie alle gegangen? Wann sind sie gegangen? Und wo sind all die Jugendlichen? Oh, und die Männer, die sich groß gezeigt haben, die mit den Riesenschnurrbärten. Auf einmal sah ich, dass nur ein paar Mütter, ein paar ältere Männer und Frauen, ein paar Männer und nur wenige Jugendliche in der Stadt geblieben waren. Und wo sind all die Männer mit ihren Krawatten, Anzügen, ihren Stiften und Notizheften? Ja, es waren schwere Tage. Es herrschte Ausnahmezustand. Wir wussten, dass all diese Bösartigen, Böswilligen und all diese Männer mit schlechtem Charakter einfach alles hinter sich lassen und davonlaufen würden. Aber wo sind all die anderen hingegangen? Es kamen viele von außerhalb, um die Stadt zu verteidigen. Aber genauso viele haben die Stadt verlassen. Ich selbst habe meine kleinen Kinder nach Norden auf die andere Seite der Grenze geschickt, damit sie für die verletzten Freundinnen und Freunde sorgen und in relativer Sicherheit sind. Und du, Mahmud, du warst in den Schützengräben, inmitten des Kriegsgeschehens, überall nur Feuer. Und mit anderen Müttern kochte ich für die Kämpferinnen und Kämpfer. Wir haben eure schmutzigen Kleider gewaschen, die Kleider der Verletzten gewaschen, und wir mussten uns um die Toten, unsere Gefallenen kümmern. Selbst Gott hat kein Erbarmen mehr mit uns. Ich hatte bis jetzt nicht erlebt, dass es so viel geregnet hatte, dass es so kalt war in Kobane. Es gab keinen Brennstoff mehr. Es gab nur wenig Lebensmittel. Wir mussten die Kleider, die mit Blut getränkt waren, mit kaltem Wasser waschen, jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Das Trockene der Kleider, der Wäsche war schwierig. Wir mussten uns immer wieder zurückziehen und die Artilleriegeschosse, Bomben, all diese Explosionen, Detonationen waren um uns herum. Man hörte sie, als wären sie direkt neben uns explodiert. Der Todesengel war überall, hatte sich über die Stadt gelegt und ließ Blut auf uns alle regnen. Es gab keinen einzigen Stein, auf dem die Spuren des Krieges, des Todes nicht zu sehen waren. Häuser, Gebetshäuser, Schulen, Krankenhäuser, Läden, alle wurden zerstört vor unseren Augen. Nach einer gewissen Zeit fragte keiner mehr von uns, wie viele Freunde sind denn heute gefallen. Eine sehr schwere Last lag auf unseren Herzen. Wie konnte man all das in Zahlen ausdrücken? Die Zahlen, all unsere Jugendliche wurden zu Zahlen. Mahmud, verzeih mir bitte, ich kann dir alles erzählen, alles, was ich erlebt habe. Aber ich habe nicht die Kraft, von jenen Jugendlichen zu erzählen, jenen schwarzäugigen, hellbraunen Augen, honigfarbenen, blauen, grünen, von denen, die immer lächelten, die ein bisschen traurig waren, denjenigen, die ihre Loyalität und ihren Glauben an die Revolution zeigten, denjenigen, die beinahe immer weinten, weil sie Freunde verloren hatten, denjenigen, die von großer Statur waren, denjenigen, die immer klein gebaut waren, denjenigen, die ein bisschen dicker waren, denjenigen, die sehr dünn waren, Ältere, Jüngere. Sie kamen in stetigen Wellen, aber blieben nicht lange, so wie die Vogelschwärme, die auf ihrem Weg in den Süden nur kurze Zeit an einem Ort verweilen. Von ihnen blieb manchmal nur ein zerrissener Schuh. Ach, vielleicht nur eine Handvoll Haare im Schlamm. Manchmal nur ein Knochenfragment, manchmal nicht einmal das. Wir haben ohne Unterlass Wäsche gewaschen, Wäsche, die rot vom Blut war. Es war sehr kalt, unsere Hände, unsere Füße erfroren, unsere Herzen schmerzten. Aber wir haben die Wäsche trotzdem gewaschen. Das Wasser floss rot und wir sagten immer, wenn wir Blut waschen mussten, dann muss das Wasser das Blut besiegen. Das Schicksal war erbarmungslos. Die Röte des Blutes machte das klare Wasser zum Komplizen, indem sie es rot färbte. Einmal bemerkte ich beim Wäschewaschen, dass noch etwas in der Tasche des zerrissenen Wäschestücks steckte. Es handelte sich um einen zerrissenen Stoff,
Es war eine zerrissene, grün-rot-gelbe Fahne. Der Freund, der diese Fahne bei sich trug, war verletzt worden. Ich verstand, dass er sie mitgenommen hatte, um sie im Falle eines Sieges zu hissen. Das hat mir Hoffnung gegeben, meinen Glauben gestärkt, hat mir Kraft gegeben. Diese Jugendlichen, die monatelang inmitten all diesen Staubs, Rauchs, Feuers, Schwarzpulvers, Blutes, der Kälte, des Regens und Schlamms und gegen all dies Böse standhielten. Sie hatten einen unbeschreiblichen Glauben. Bis zu diesem Tag konnte niemand diesen schwarz gekleideten Barbaren standhalten. Alle sind davongelaufen. Die Soldaten, die Beamten, die Polizisten selbst, die Peschmergas, alle sind sie weggelaufen und haben das Volk schutzlos im Stich gelassen. Kinder, Männer und Frauen, Alte, alle sind davongelaufen, wenn sie diese Barbaren sahen. Sogar die mit schweren Panzern, Artillerie, Kampfflugzeugen sind davongelaufen. Und die schwarz gekleideten haben ihre schwarze Fahne überall gehisst. Sie haben Menschen enthauptet, haben Menschen lebendig verbrannt, haben Familien und Häuser zerstört, haben gestohlen und ganze Städte geplündert. Diese schwarz gekleideten verkörpern alles Schmutzige, Bösartige, Schreckliche, Barbarische dieser Welt. Ihnen war nicht das Licht, sondern die Dunkelheit heilig. Sie griffen die Menschen und die Geografie an, denen die Sonne heilig ist. In Kobane ist die Sonne aufgegangen. In Kobane begann eine Revolution des Volkes. In Jazeera, Afrin und Kobane gedeiht sie. In Kobane ist die Saat der Schönheit des Menschen aufgegangen. Die schwarz gekleideten haben nicht erwartet, dass die Kinder der Sonne, die Kinder des Lichtes die Stadt verteidigen werden. Dass sie sie daran hindern würden, ihre schmutzigen Füße auf dieses reine, heilige Land zu setzen. Ich kann mich daran erinnern, dass Heval Hardim einmal den Krieg zwischen Ormetz und Ahriman erwähnte. An jenen Tagen erinnerte ich mich sehr oft an diese Geschichte aus der zoroastrischen Mythologie. Ormetz, der Schöpfergeist des Lichtes, trug weiße, schöne, saubere Kleider. Er war bewaffnet mit einem Schwert und Pfeil und Bogen. Ahriman, der Geist der Dunkelheit, trug ein tiefschwarzes Kleid. Er war bewaffnet mit Blitz und Hagel, Eisenkette und Schmutz. In Kobane, im Himmel über der Stadt, hatte der Krieg der Götter begonnen. Ahriman griff die Stadt mit Blitzen, Hagel, Wind und Sturm und Tornados an. Ormetz erschuf aus Sonnenstrahlen Pfeile und machte die Schönheit der Welt sichtbar. Der Himmel über Kobane verwandelte sich in ein Schlachtfeld der Götter. Die ganze Welt schaute überrascht zu und fragte sich, was geschehen würde. Es war ein Krieg ohne jegliches Gleichgewicht und ohne jedes Gewissen. Die Stadt war belagert. Feuer regnete auf sie. Man hatte schon ein Grab für die Stadt ausgehoben. Sie war verletzt. Und alle warteten, dass sie früher oder später sterben und keiner sich um ihre Leichen kümmern würde. Aber Kobane ist nicht gestorben. Wäre es gestorben, Ormetz würde mit ihm sterben. Und dann würde im Universum nichts Gutes mehr existieren. Alles Gute würde sterben. Aus diesem Grund musste Kobane Widerstand leisten und durfte nicht sterben. Die Gutherzigen, die wissen das. Deswegen haben alle, die das Licht wollten, überall auf der Welt zusammengehalten und gerufen: Biji Kobane. Es lebe Kobane. Du hast uns gerade mit deinen Worten in die Herzen Kobanes geführt, in die Herzen der Frauen, der Familien, der Kinder. Danke, Birgit Häuser, danke für den Beitrag. Vielen herzlichen Dank. Sie können gerne die Augen weiter schließen. Wir werden weiterführen mit den Klängen Mesopotamiens und werden uns weiter in die Ebene der Kobanes begeben. Bitte schön.
War die Sprache, mit der die Avesta vor 2700 Jahren geschrieben wurde. Eine alte Sprache von den Zoroastern. Es ist ein Dialekt der Gorani- und Sorani-Sprache. Und ja, das hat gerade ganz gut gepasst mit der Birgit, die dann zum Schluss die Geschichte verbunden hat mit den Göttern und mit Kobane. Ja, wir machen Musik, wir sind aus dem Rhein-Main-Gebiet her und machen Musik in verschiedenen Sprachen. Heute aber haben wir auch Lieder dabei, die für die Gefallenen in Kobane geschrieben wurden oder für die Kämpfe in Kobane geschrieben wurden, die wir extra heute auch nochmal neu einstudiert haben. Und jetzt kommt eins, es heißt Hazar Dil, 1000 Seelen. Und es wurde geschrieben von Shero Hindi und die Musik wurde von Mehmood Berazi gemacht. Aşkı canım, dilim
Instrumenten bei der Kälte.
Wärme? Auf Kırmançki Sasaki, eigentlich original in Türkisch geschrieben, aber wir haben gedacht, wir machen es auch mal anders und schreiben auf Kırmançki oder singen auf Kırmançki dieses Lied. Können wir die Bildur bitte ein bisschen lauter hören, also die Kaval, das Blasinstrument auf dem Monitor hier links? Dankeschön, Christian. Thank you.
خز دست خم جانو شربانو 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 کزی یادای کب قربانو دنه هلی طلامه به دست خم جانو شربانو 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 Thank you.
So, wir kommen jetzt zu unserem letzten Stück. Ich wollte mich nochmal im Namen von uns allen bei Amara und Städte Kobane Freundschaft, Städte Frankfurt, nein, Kobane und Frankfurt Städte Freundschaft bedanken für die Einladung. Wir sind schon seit ein paar Jahren dabei und Dankeschön, dass wir auch dieses Jahr wieder mit euch zusammen sein durften und hier den musikalischen Beitrag leisten durften. War schön. Şapeli zerili berdat edilem gıriye beraderdan
Rahman, wara wara lofu qurban. Ensemble. Eine tolle Performance, eine tolle Sprache, tolle Menschen. Vielen Dank.